Moin meine Lieben und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Ja, lange hat es gedauert, bis ich meinen ersten Eifersuch heute tatsächlich mal starte. Es ist richtig schwül, heute Mittag hat es richtig gewittert und das ist auf alle Fälle Zeit für den Aal und für den Zander. Und das ist heute die Mission. Auf geht's! Hier kommt die Einheit, man kennt sie beinbei, bevor sie einreißt, beginnt die Beißzeit, Fishing Team Highlight, der Norden ruled. Was für ein Start heute. Ich bin hier 2 Kilometer hergelatscht. Wie gesagt, es ist hier die reinste Sauna heute und war schon richtig durchnässt, als ich hier ankam und habe dann beim Aufbauen gemerkt, dass ich meine Rollen vergessen habe. Habe das ganze Camp hier stehen lassen, unbeaufsichtigt, also mache ich auch glaube ich nicht nochmal. Also ich habe die ganze Zeit ein richtig schlechtes Gewissen gehabt und bin tatsächlich nochmal zurück zum Auto gelatscht, die 2 Kilometer, und zum Glück lagen die Rollen im Auto und nicht zu Hause im Keller. Ja, so soll es natürlich nicht sein, da merkt man einfach, dass man alt wird. Trottel. Aber nichtsdestotrotz habe ich richtig Bock, heute meinen ersten Eifersuch zu starten. Ich befinde mich jetzt hier wieder am Kanal. Ihr wisst ja, dass ich sehr gerne am Kanal auf Aal und auf Zander fische. Und heute möchte ich das Ganze hier an der Steinpackung wieder versuchen. Ich habe hier auf der Seite eine Steinpackung, die ziemlich weit reingeht. Und auf der anderen Seite befindet sich eine Spundwand. An der Spundwand sind am Tage oft die Zander und verstecken sich so ein bisschen im Schatten und kommen dann nachts halt an die Steinpackung, um dort halt zu jagen. Und ja, genau da muss man natürlich nachts sitzen, um da 1-2 Zander oder halt auch 1-2 Aale zu erwischen. Es hat bislang immer recht gut geklappt. Tatsächlich auch immer mehr auf Köderfisch als auf Tauwurm. Und deswegen mache ich das Ganze heute auch nochmal, dass ich eine Route mit Tauwurm anbiete und 2 Routen mit Köderfisch. Und der Knoblauch, der spielt heute wieder eine ganz besondere Rolle. Ihr wisst ja von mir, dass ich sehr gerne mit Knoblauch auf Aal und Zander fische. Und ja, wie ich das Ganze zum Einsatz bringe, das zeige ich euch natürlich nochmal. Jetzt muss ich erstmal Köderfische fangen. Normalerweise lassen die Grundeln einen nicht in den Stich. Ich habe eben aber schon 2 Angler getroffen, die fangen auch gerade keine Grundeln. Und bei mir war jetzt auch noch kein Biss. Also drückt mir die Daumen, dass ich jetzt erstmal 1-2 Köderfische schnell fange und dann geht's los. Die Grundeln lassen mich im Stich, die Rotaugen sind auch noch nicht da und jetzt kommt auch noch Lärm dazu. Ja, mal gucken, wenn der jetzt in einer halben Stunde angelegt hat und da so ein bisschen Ruhe eingekehrt ist. Nochmal eine ganz interessante Situation jetzt. Gerade wenn das Wasser nochmal so richtig zum Sprudeln kommt und alles aufgewirbelt wird, der Futterfisch umhergewirbelt wird und nicht mehr weiß, wo er gerade ist. Eigentlich jetzt optimale Zanderzeit, aber ja, doch keine Köderfische am Start. Machen weiter. Freunde, ich brauche Köderfische und keine Wallerköderfische. Also ich weiß, dass der Kanal tolle Rotaugen beherbergt. Ich habe auch einige tolle 40er hier schon gefangen. Schönes Exemplar, aber auf Wels wollen wir nicht. Hm, vielleicht behalte ich ihn doch, um ein paar Fetzen von zu schneiden. Noch so ein Kuchenblech, kein Wunder, dass sie hier so abwachsen. Kaum Hecht, kaum Wels, können sie natürlich schön sorgenfrei umherschwimmen und agil sind sie. Ja, toller Hechtköder, aber heute wollen wir nicht auf Hecht, sondern auf Aal und Zander. Drückt mir die Daumen, dass noch ein paar Grundeln rauskommen. Na bitte, die Größe gefällt mir dann doch schon ein bisschen besser. Perfekter Köder für Zander und Aal. Ja, Köderfische stippen, das war schon eine schwere Nummer, Leute. Also es waren jetzt, glaube ich, 2 Grundeln, dann hat diese 2 dickeren Plötzen, 2 Uckels. Der eine Uckel ist mir natürlich wieder gleich aus der Hand gefallen. Perfekter Zander- und Aalköder, aber einen Uckel habe ich noch erwischt. Also ich bin jetzt im Endeffekt bei 3 Köfis und vielleicht nehme ich den einen zum Fetzen schneiden. Und ja, aber wie gesagt, Aal fängt man auch gut auf Tauwurm. Ich möchte es ja heute mit meiner Knoblauch-Variante wieder einmal probieren. Und ja, eine Köderfisch fliegt trotzdem einer raus und dann gucken wir einfach mal. Haben wir noch einen kleinen Vergleich zwischen Köderfisch und Wurm. Ich fische tatsächlich jetzt die Laufposenmontage wieder am Kanal. Ich weiß, dass viele von euch letztes Jahr schon gefragt haben, wie ich das schaffe, weil die Pose ja permanent treibt und das ist bei mir natürlich auch der Fall. Also ich bin halt die ganze Zeit mehr oder weniger am Stehen, sitze nicht so richtig. Also es ist schon fast aktives Posenangeln, was ich betreibe. Ja, die Strömung haut euch sonst die Pose halt immer wieder hin und her. Und ja, es ist schon ziemlich aktiv. Aber aufgrund möchte ich zum Beispiel ja einen Köderfisch auch gar nicht anbieten wegen der Krabbe. Das geht jetzt im Frühjahr tatsächlich noch, aber ist auch nicht so optimal. Vor allem der Zander steht auch relativ flach und auch meine Aale habe ich ja wirklich immer ja, knapp unter Mittelwasser gefangen, weil die dann halt auch hochkommen. Deshalb Pose, kein Grundblei. Ich habe jetzt hier eine 4-Gramm-Pose gewählt.
kleines Tropfenblei und eine kleine Gummiperle, um den Einhänger zu schonen. Einhängerchen und ein ganz normales Aalvorfach habe ich jetzt hier gewählt. Bei der Köderfischroute habe ich mir tatsächlich eine Montage selber gebaut aus einem 30er Monofil und einem 1er Owner. Ja, ganz normalen Einzelhaken, schön spitz, schön scharf. Ja, werde die tote Grundel am Maul beködern und dann fliegt sie erstmal raus in der Hoffnung, dass wir in der Dämmerung vielleicht noch einen schönen Zander erwischen. Und hier kommt jetzt ein Tauwurm dran mit ordentlich Geruch. Dazu eine ganz normale Knoblauchzehe halbieren mit der Schere. Reicht schon völlig aus. Früher habe ich da auch immer so einen kleinen Mix gemacht und die ausgepresst und mit Thunfischwasser und. Muss eigentlich gar nicht sein. Also selbst wenn ihr so eine halbe Zehe in der Hand habt, also es stinkt ja schon bestialisch und ihr kennt es ja von euren Fingern, wenn man mal kocht. Also den muss man einfach nur hier so ein bisschen rüberreiben, ein bisschen über den Wurm und das reicht schon. Also der Aal riecht halt auch 10.000 Mal besser als so ein Hund. Ein Hund kann schon gut riechen. Also einmal rüber gestrichen und der Aal fährt voll drauf ab. Das hoffe ich zumindest. Die andere Route fliegt ohne Knoblauch raus. Dann hat man da auch nochmal so einen kleinen Vergleich. Aber im letzten Jahr habe ich es ja wirklich ausgiebig getestet und Knoblauch funktioniert schon ganz gut. So, die Ruten sind draußen, es wird jetzt so langsam diesig, richtig schöne Aalstimmung, einfach herrlich. Ja, während ich jetzt auf den ersten Biss warte, trinke ich mein Vitamalz hier noch hier aus in Ruhe. Und ihr könnt ja mal, wenn ihr mögt, in die Kommentare schreiben, ob ihr dieses Jahr schon auf Aal los wart und falls ja, ob ihr auch erfolgreich wart. Vielleicht die Größe, das Gewässer, wo ihr herkommt, ich lese das ja wirklich immer gerne und beantworte auch die meisten Kommentare. Würde mich auf jeden Fall mal interessieren, ob ihr schon los wart und auch Erfolg hattet. Und ich werde jetzt hier, wie gesagt, erstmal in Ruhe austrinken und ich denke, da wird dann gleich der erste Biss kommen. Ja, meine Lieben, ich habe gerade die Köderfischrute mal nach rechts geworfen, statt nach links. Die ist ungelogen aufgekommen und 2 Sekunden später weggetaucht. Kommt auch nicht wieder. Nimmt auf alle Fälle Schnur. Ziemlich stark sogar. Ja, das ist ein Zander, keine Frage. Den gebe ich jetzt auch ein. Ja, und hängt. Aber was Kleines. Weiter kommen wir entgegen, der ist noch nicht so klein. Schöner Fisch. Ja, doch ein kleiner, aber wobei Maß könnte er haben. Jawohl, Leute, endlich ging die Pose unter und ein Fisch ist hängen geblieben. Schöner maßiger Zetti auf Köderfisch, mega. Richtig zufrieden. So, kann es doch weitergehen. Jetzt noch ein Aal und es wird alles super. So, jetzt ist auch das Würmchen abgetaucht. Schauen wir mal, ob wir diesmal Glück haben. Ja, da hängt irgendwas. Irgendwas Kleines. Ey, Freunde, die ganze Zeit habe ich die Grundel nicht gefangen und jetzt fange ich sie. Naja, Hauptsache Fisch, macht doch Spaß. Mega geil, dass es mit dem Zander geklappt hat. Die Aale wollen noch nicht so. Ich hatte jetzt so 2-3 Bisse, die ich versemmelt habe. Aber Aale wollen noch nicht so richtig. Aber immerhin jetzt der Zander, dass ich nicht als Schneider nach Hause gehe. Wobei nicht so pessimistisch. Also ich habe jetzt noch 1-2 Stunden, dann ist es so 2 Uhr oder 2:30. Ja, da muss ich mal gucken, wie lange ich tatsächlich durchziehe. Also ich habe eigentlich gehofft, dass ich vor 0 Uhr schon noch einen Aal erwische. Gerade hier am Kanal geht es eigentlich auch relativ früh los. Man kann auch mal wunderbar am Abend oder auch mittags seinen Aal hier fangen. Aber bislang noch gar keinen und das ist schon so ein bisschen komisch. Aber wir geben nicht auf. Vielleicht beißen sie jetzt gegen 12:30. Vielleicht wird da ein Schalter umgelegt. Einfach weiter probieren. Auf jeden Fall zeichnet es sich auf jeden Fall schon ab, dass die meisten Bisse bislang auf die Knoblauch-Variante kamen. Also den Knoblauchwurm haben sie gemocht, da haben sie gebissen, da habe ich auch die Grundel gefangen. Und auf den normalen Wurm hatte ich bislang noch gar keinen Biss, glaube ich. Gut, das muss jetzt echt nichts heißen, aber ja, wollte ich euch nur mal mitteilen. Drückt mir die Daumen, dass ich hier heute noch zu meinem Aal komme. So, ich dachte, ich habe einen Biss auf der Köderfischrute und dann sehe ich im Augenwinkel, wie die Wurmpose abpfeift. Drückt mir die Daumen. Ja, hängt was. Was ist das denn? Oh, schöner Aal.
Thailand, zack, der steht gut. Kein großer, aber der steht. Ja, ich gucke immer noch bei der Köderfischpose. Nicht, dass die auch auf einmal abpfeift. Jawohl. Na, doch noch nicht. Boah, Leute, das ist ein guter Aal. Jetzt! Boah, was macht der denn hier? Jetzt haben wir ihn. Schöne Schlange. Freunde, das glaubt mir doch einfach niemand. Da sitze ich hier wirklich den ganzen Abend, habe keine Aalbisse. Dann pfeift die Pose ab und endlich den Aal, ihr habt es gesehen. Dann wollte ich ihn oben an so einem steilen Hang und dadurch, dass es die ganze Zeit geregnet ist, ist es hier echt schlammig, wollte ich ihn einmal kurz messen, habe ihn auch auf die Matte bekommen, waren so 77, 78 cm, also ein richtig schöner Aal. Ja, dann wollte ich ihn euch nochmal präsentieren vor der Kamera. Ihr habt es noch gesehen, so ein kleiner Ausschnitt. Und dann ist er mir ja durch den Lappen gerutscht und ist direkt links in den Busch rein. Und da habe ich ihn nicht mehr rausgekriegt. Und dann habe ich nur noch eben vor 10 Minuten gemerkt, wie der hier runtergeschlängelt ist. Bin noch hinterher und ist direkt wieder ins Wasser rein. Ja, zumindest hat er seine Freiheit wieder. Aber ich hätte ihn euch richtig gerne nochmal gezeigt, vor allem weil es ein richtig schöner Aal war. Oh, dumme. Also sowas passiert auch nur beim Angeln, wenn man draußen ist. Und also so ein Missgeschick hatte ich tatsächlich auch noch nicht. Also super ärgerlich, hätte ihn euch wie gesagt richtig, richtig gerne gezeigt. Aber vielleicht kommt noch einer und der kam jetzt auch tatsächlich auf den Knoblauchwurm. Ja, hier sind richtig schön dicke Aale drin und das weiß ich. Und deswegen mache ich jetzt noch ein bisschen in der Hoffnung, dass ich euch doch nochmal einen Aal präsentieren kann. Drückt mir die Daumen. Cranking up the radio, playing old Hank, it ain't that long till I'm back at the pond. I'm pulling up the truck, down at the dock. It's time to do some cruising, baby, get a little stuck. It's a Saturday joyride, Percy Feast is the spot to take the blues away. We're on a boat, we're feeling fine. Moin Moin zurück, meine Lieben. Ja, wie ihr seht, ein neuer Tag, ein ganz neues Glück. Hoffentlich klappt es diesmal mit den Aalen so ein bisschen besser. Letztes Mal war es ja echt zäh, also es ist bei diesem einen Aal geblieben, den ich euch nicht richtig zeigen konnte. Und beim Zander blieb es auch bei einem. Insgesamt anglerisch gesehen natürlich eine tolle Ausbeute. Irgendwo möchte ich ja fürs Video, ich sag mal, zwei, drei Aale noch mal mehr bieten. Von daher bin ich jetzt heute noch mal los unter der Woche. Ja, heute Mittag hat es wieder gewittert. Es hat eben noch mal geregnet, also die Luft kann man schon wieder schneiden. Selbe Bedingungen, typisches Aalwetter, würde ich sagen. Ich habe auch wieder zwei Tauwurmruten, die ich jetzt wieder schön einmal mit Knoblauch beschmiere. Und eine fliegt wieder mit Köderfisch raus. Diesmal hat es mit den Köderfischen auch besser geklappt. Ich habe, glaube ich, jetzt 10 Grundeln im Eimer. Und ja, schauen wir mal. Also ich bin wie immer optimistisch, gerade mit der Knoblauch-Variante. Die Rute kommt als erstes raus und gleich zeige ich euch nochmal, wie ich den Köderfisch präsentiere. Viel Spaß, auf geht's. Ja, richtig schönes Knoblauch-Date hier wieder heute am Kanal. Also hier stinkt einfach alles bestialisch nach Knoblauch. Ich hatte gerade witzigerweise auch einen Aalangler hier getroffen, der angelt auch mit Knoblauch. Also, scheint auf jeden Fall zu funktionieren oder er hat das Video vom letzten Jahr gesehen, ich weiß es nicht. Ganz netter Kerl, haben uns gut unterhalten und ich drücke ihm die Daumen, dass er auch was fängt. Aber ich drücke auch mir die Daumen und auch ihr solltet mir die Daumen drücken, dass ich heute mal ein paar mehr Aale hier rauskriege und euch mal was vor die Linse halte. Jetzt beginnt die schönste Zeit beim Angeln, das Warten. Drückt mir die Daumen, Leute.
Jetzt haben wir einen richtig guten Biss. Schön am Tanzen und zieht so ein bisschen dabei weg. Ja, das müsste ein Aal sein, Leute. Oh ja, das ist ein Aal. Das ist ein Aal. Das ist kein schlechter. Naja, doch. Aber schlechte Fische gibt es nicht. Na, komm her. Freunde, ich habe eben schon einen kleinen gefangen, da hatte ich die Kamera nicht an, aber jetzt hat der Knoblauch wieder zugeschlagen. Super. Oh, endlich. Also endlich kann ich euch mal auch einen Aal präsentieren. Kein Riese, ich denke mal so ein Ende 50er, 60er. Einen von der Sorte habe ich eben tatsächlich schon gefangen. Ja, und ich hatte die Kamera nicht angemacht. Also wirklich in diesem Video Pleiten, Pech und Pannen. Aber die Aale haben Bock. Der kam jetzt auf Knoblauch. Ja, mal gucken, ob hier nicht noch eine Rute abpfeift, hat so komische Geräusche gemacht. Kam auf Knoblauch, ja, und so langsam geht es jetzt los. Wir haben es 23 Uhr. Man schwitzt vom Nichtstun. Es ist einfach mega. Und das ist das Geile an Aalangeln. Einfach draußen sein im Sommer, nicht frieren, ein paar Aale fangen, tanzende Knicklichposen. Das macht doch Laune. Schon wieder ein neuer Abend. Ein drittes Mal wollte ich noch los, in der Hoffnung, dass ich euch noch einen Zander und einen Aal präsentieren kann. Und man sagt ja, alle guten Dinge sind drei. Und tatsächlich läuft meine Köderfischpose gerade ab. Ziemlich stark sogar, wird wohl ein Zander sein. Drückt mir die Daumen, dass ich ihn kriege. Er ist Richtung Mitte marschiert, also ich spüre jetzt den Fisch. Und ich denke, ich werde jetzt mal anschlagen. Nicht, dass er zu tief sitzt. Und hängt. Ja, scheint nichts Großes zu sein, aber Fisch. Ja, ist ein kleiner Zetti. Ja, jetzt kommt er nochmal hier vorne, also so schlecht fühlt er sich gar nicht an. Aber fühlt sich auch kein Fisch an der Fiederrute. Na ja, ein kleiner. Ach, so klein ist er gar nicht. 50 könnt ihr haben. Schön. Ja, hier haben wir den Übeltäter. Die Grundel guckt hier noch aus dem Maul. Tatsächlich, ja. Also 50 wird er nicht haben, aber so Mitte, Ende 40. Und war ein schöner Biss. Also auch gerade wieder ausgeworfen und direkt in der Absinkphase vom Köderfisch, wenn er runtertaumelt, wieder zugeschlagen. Also so wie beim ersten Zander. Mega cool. Zielfisch. Schon mal ein richtig guter Anfang und wenn wir jetzt noch einen Aal fangen, dann bin ich happy, Leute. Drei Nächte, es kam kein weiterer Aal raus, also es blieb jetzt bei den zwei, drei Aalen. Zwei konntet ihr nur sehen und die zwei Zander. Von daher hängen wir jetzt noch einfach noch mal einen Catch and Cook hinten ran. Und ich zeige euch jetzt mal, wie ich immer ganz simpel meinen Aal grille, wie ich ihn zubereite. Kein Hexenwerk, kann jeder nachmachen, auch vor allem die Anfänger. Der Bursche ist noch gut gefroren, macht aber gar nichts, er taut jetzt so langsam auf. Und wenn er einmal eingefroren war, geht das mit der Haut abziehen auch tatsächlich ein bisschen besser. Ja, ist natürlich gleich am Vorabend schon ausgenommen worden und dann gibt es da auch keine Probleme. Im Endeffekt schneide ich den Burschen jetzt einmal hier ein. Oh, der ist doch noch ziemlich stark gefroren. Aber das kriegen wir auf jeden Fall hin. Wird es alles nur ein bisschen kniffliger. So weit einschneiden, dass wir die Wirbelsäule einmal durchtrennen. Ist auch nicht das richtige Messer jetzt dafür. Aber nicht ganz durchschneiden. Also die untere Haut, die darf nicht verletzt werden. Dann ist das alles auch gleich im Nachhinein ein bisschen einfacher. So, jetzt sieht das hier so aus. Jetzt gehe ich hier mit meinem Daumen rein, ziehe so ein bisschen das Fleisch von der Haut, löse das so ein bisschen. Wie gesagt, das geht eigentlich auch besser, wenn er mal eingefroren war. Jetzt mache ich mir hier so ein kleines Loch in die Haut, damit ihr da nicht abrutscht. Dann könnt ihr hier mit dem Finger in die Haut reingehen, habt da Grip, könnt reingreifen. Nehmt den Aal, nochmal ein bisschen mit dem Daumen hier nachhelfen. Ja, ist immer ein bisschen tricky. Also entweder hier jetzt in die Haut so einen kleinen Cut reinsetzen, dass er den Finger durchkriegt, oder Küchenrolle, Zeber als Hilfe nehmen und dann könnt ihr den eigentlich immer wunderbar, ja, von seinem Pulli entfernen. Einmal die Haut hier komplett runterziehen. Ach, ist auch zäh. Die Haut möchte man jetzt auch nicht unbedingt mitessen, kann man, aber jetzt schneide ich hier gleich noch so ein bisschen mit einer Schere die Flossen hier weg, mache da kleine Würfel draus und dann kommt er auf den Grill.
So, der Aal ist geschnitten. Sieht schon mal köstlich aus. Dann braucht ihr eine halbe Zitrone. Ihr braucht Fischgewürz, ihr braucht Salz, ihr braucht ein bisschen ganz normalen Senf. Und ihr braucht auch ein bisschen Olivenöl. So, ich mache jetzt alles mit einer Hand. Also einen ordentlichen Schuss Öl. Kleinen Schuss Zitrone. Dann braucht ihr auf jeden Fall nochmal einen Schuss Senf. Einfach mal nochmal einen Teelöffel mit rein. Und ihr braucht Gewürze eurer Wahl. Ich nehme jetzt hier immer gerne von Ankerkraut hier das Fisch und Scampi. Das mag ich persönlich sehr gut leiden. Ordentlich was rein. Rühren, 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 nochmal rühren. Hat sich schon mal der Tod gerührt. Und das ist dann jetzt hier quasi unsere Marinade. So, jetzt nehmen wir uns hier so ein Stück Aal. Einmal durchwälzen. So. Machen wir mit den anderen natürlich auch. Hände kann man ja zum Glück waschen. Sollten auch schon vorher gewaschen sein, Leute. Natürlich könnt ihr Gewürze eurer Wahl nehmen. Also wir fangen jetzt nicht an und sagen, nur Ankerkraut sind die besten Gewürze. Völliger Nonsens. Flo und ich arbeiten, wie gesagt, gerne mit Ankerkraut zusammen und kochen auch richtig gerne mit Ankerkraut. Und Ankerkraut haut wieder einen raus für euch mit dem Code Highlight. Ich blende ihn hier nochmal ein. Bekommt ihr bis zum 26.06. müsste jetzt noch knapp eine Woche sein, bekommt ihr 15% auf alle Gewürze im Kochsortiment. Extra für euch haben sie es rausgehauen. Und das Coole ist, ihr supportet dadurch noch Flo und meine Arbeit. Das by the way, genug Werbung, ich schmeiß den Grill an. Einfach mal ganz simpel den Aal gegrillt. Ihr könnt es ja mal nachmachen, also kaum Zutaten, die man benötigt. Wenn, dann hat man sie auch alle. Probiert nochmal ein Stück Zander, den Zander musste ich ja mitnehmen. Und Zander, mega. Also schmeckt das sowieso immer gut. Aal, gucken wir mal. Gegrillter Aal, immer lecker. Deswegen geht man Aal angeln. Schön fettig, so wie man ihn liebt. Ne, schmeckt einfach mega geil. Geht raus, Leute, geht zum Aalangeln. Entnimmt ein bisschen in Maßen. Also man muss heutzutage nicht mehr den Nachbarn noch 5 Aale schenken. Einfach mit Köpfchen ein bisschen angeln und auch entnehmen, dass wir uns in 20, 30 Jahren auch noch beim Aalangeln freuen. Probiert's mal aus mit dieser kleinen Marinade, die eigentlich schnell gemacht ist. Und wenn ihr Bock habt, abonniert den Kanal. Dann sehen wir uns auch nächste Woche wieder Sonntag. Macht's gut, Leute. Ciao, ciao.